Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir mal einen Persönlichkeitstest. Wir müssen unsere Punkte zählen. Alles klar, Leute, dann würde ich sagen, wir starten mit dem Video. Am Ende des Videos müssen wir uns also unser Ergebnis angucken. In welchem Monat bin ich geboren? Okay. Ich bin am 14. März geboren. Hey, mal gucken. Okay. Ich bin bei B geboren. Am 14. März bin ich geboren. Mal gucken, wie viele Punkte ich hier erhalte. Okay. 20? Hallo? Ich kann heute echt nicht mehr richtig reden. Ich bin im März geboren und erhalte dafür nur 10 Punkte? Meine Güte! Meine Mutter ist allerdings auch im März geboren. Ein Tag vor mir. Am 13. März. Okay. Okay. In welche Gruppe? 9 bis 16. Ich habe am 14. Geburtstag. Okay. Ich bin am 14. geboren. Das heißt theoretisch, die Antwort ist wieder B. 9 bis 16. Alles klar. Okay. Okay. Ich habe am 14. März Geburtstag und dafür hält ich 40 Punkte. Ich bin meine Mutter hält auch 40 Punkte, weil sie hat am 13. März Geburtstag und es ist ja auch zwischen 9 und 16. Von daher haben wir beide 40 Punkte. Ich und meine Mutter. Okidoki? Weißt du, um welche Uhrzeit du geboren wurdest? Ich glaube, zwischen 9 und 18 Uhr, ich weiß nicht mehr wann. Ich weiß nicht genau, wann ich geboren bin. 8 Uhr, irgendetwas. Ich bin auf jeden Fall um 8 Uhr geboren, das weiß ich. Aber um welche Uhrzeit, weiß ich leider nicht. Okay. Ich bin 8 Uhr... Oh, hier ist 8 Uhr keine... Ich habe keine Ahnung. Okay, jetzt kommt noch Werbung. Meine Güte. So, die Klappe. Jetzt kommt schon wieder Werbung. Ich will dieses Spiel nicht spielen. Halt die Klappe, so oder springen. Ich habe keine Ahnung. Wer nachts geboren ist, ich halte wahrscheinlich nur 10 Punkte. Wenn du zwischen 9 und 18 Uhr geboren bist, bekommst du 10 Punkte mehr. Okay. Wenn du nachts geboren bist, bekommst du 20 Punkte. Okay. Wenn du keine Ahnung hast, kriegst du mehr als 30 Punkte. Okay. 30 Punkte habe ich bekommen, ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß, ach du irrig etwas. Was ist dein Lieblingswetter? Okay, was nicht? Mein, früher in der Schule, mein bester Freund hat das Lieblingswetter Regen. Mal gucken, wie viele Punkte der erhaltet. Okay. Ja, kalt mag ich. Kalt mag ich, aber verschneit... Verschneit mag ich auch, aber kalt mag ich mega doll. Okay? Okay? Nö, das hasse ich. Und allerdings, Leute, ich habe voll vergessen, meine Punkte zu zählen. Ich dummer Idiot. Ich glaube, ich habe 80 Punkte. Sorry, Leute, ich habe voll vergessen, meine Punkte zu zählen. Bin ich einfach komplett blöd? Ist doch egal, das spielt jetzt auch gar keine Rolle. Alles, was verrückt ist. Ich bin für die Option kalt und verschneit. Verschneit mag ich, aber kalt mag ich viel lieber. Ich liebe kalt. Kalt ist einfach perfekt. Für mich. Option A bringt dir 10 Punkte. Oh, 10 Punkte. Mein bester Freund früher in der Schule liebte Regen. Der hält also 30 Punkte. Oh, ich halte 20 Punkte, weil ich kalt mag. Hm. Oh. Okay. 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 Achso, eigentlich habe ich hier gar kein Poster in meinem Zimmer. Okay. Also, ich würde Quadrat auswählen. Ist mir doch scheißegal. Ich nehme jetzt Quadrate, sorry. Die Quadrate, die aber nicht mehr weiß sind, sondern die wären dann auch ausgemalt. Okay. 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 40 Punkte. Okay. Okay.
Okay. Meine Mutter hat selbst etwas für ihre Wand gezeichnet, aber in meinem Zimmer habe ich kein Bild. Nein, in meinem Zimmer habe ich kein Bild. Ihr solltet mal das Fischbild von meiner Mutter sehen. Sorry, ich wollte sagen, von meiner Blume. Bin ich dumm? Alles klar, Leute. Ich lasse ein Porträt von mir zeichnen. Oder die. Ich denke, ein leeres Blatt Papier könnte mir gefallen. Ein leeres Blatt Papier? Also, ich habe gar keine Bilder und bin eigentlich damit schon zufrieden. Also heißt das theoretisch, ich nehme einfach Option W. Ein leeres Blatt Papier. Wenn Option A deine Wahl, bekommst du 10 Punkte. Okay. Okay. Dann bin ich doch der. Oh, geil, ich habe das größte Ergebnis bekommen. Danke. Okay. Schön wär's, aber ich bin leider kein Millionär. Oder was ich richtig ausgesprochen habe. Ah, ich investiere in ein Haus oder Wertpapiere. Was kaufe ich als erstes? Also Geschenke vielleicht nicht direkt. Ich spende das Geld. Was soll ich nicht auswählen? Ich spende das Geld. Weiß nicht. Ich wähle für Option A, weil so ein Haus wäre schon geil, ne? So ein Haus, einfach so ein Haus oder Wertpapiere. Also ich nehme einfach Option A, es ist mir doch scheißegal, was ihr davon haltet. Okidoki? Alle 30 Punkte, okay. 10 Punkte. Oh. Okay, ich habe 30 Punkte für das erhalten. Okay. Wir nennen. Au, Mauerblümchen nicht ganz. Besser wird's nicht, Auf der Sonnenseite, okay. Willst du mich veräppeln? Auf der Sonnenseite, Mauerblümchen, besser wird's nicht. Also, ich nehme jetzt einfach mal Option D. Willst du mich veräppeln? Ich nehme jetzt einfach mal diese Option. Willst du mich veräppeln? Ist mir scheißegal, was ihr davon haltet. Ich nehme jetzt einfach Option D. Entscheidest du dich für A, wandern 40 Punkte auf dein Konto. Okay. Das ist die Option B, erhältst du 20. Ist klar? Okay. Alles klar. Okay. 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 Du musst eine lebensveränderte Entscheidung treffen. Hörst du auf deinen Verstand oder dein Herz? Ich muss erst mal gucken. Okay. Also, ich will nochmal Option B, ich will nochmal Option B. Ich verspreche alles mit meiner Familie. Ist mir doch scheißegal, was ihr davon haltet, meine Freunde. Meine lieben Zuschauer. Okay. Okay. Okay, ich habe nur 10 Punkte erreicht. Okay, ist mir doch scheißegal, was ihr davon. Okay. Bin ich noch nie gegangen aus dem besten Freund auf Konzert, aber ich glaube, ich will das auch nicht. Und mein bester Freund will das, glaube ich, auch nicht. Ja. Was tust du? Tickets verkaufen? Ey, ich mache 500 Videos. Ich wähle Option B. 500 Videos und sogar von so einer lauten Party. Ey, da könnte ich sicher einen Song finden, den einfach hochladen. Dann wäre ich wahrscheinlich weltberühmt. Oh, der Grund, das mache ich trotzdem nicht, glaube ich. Sonst fehlt mich noch den Arsch anderer Person. Als gleich geht's weiter. Nicht und vergnüge mich dann doch alleine. Oder die Idee, was mir aufkommt. Okay. Ich schicke einfach 500 Videos. Ich schicke einfach 500.000 Videos. Dann wird 500.000 Videos in YouTube hoch und dann werde ich einfach weltberühmt. Okay. 20 Punkte? Oh, 10 Punkte. Okay. Ich habe es nur von einer guten Idee gehalten. Nicht, dass ihr mich jetzt für schlecht haltet oder was auch immer. Will ich reden? Also
eifersüchtig auf mein Aussehen und meine Karriere sind sie wahrscheinlich nicht. Für arrogant halten mich die Leute nicht. Dass ich ein wundervoller Mensch bin, sagen die Leute auch nicht. Ich denke, sie sind eifersüchtig, denke ich auch nicht. Sorry Leute, ich habe keine Ahnung. Ich achte nämlich nie auf die fremden Personen hinter meinem Rücken. Es tut mir leid, aber das muss man auch nicht, Leute. Okay? Mal gucken, wie viele Punkte man für die Sachen erhält. Lautet deine Antwort A, erhältst du 10 Punkte. Okay. Punkte. Okay. Alles klar. Die letzte Möglichkeit mit mir 40. Die letzte Möglichkeit hätte mir 40 Punkte gegeben. Okay. Was glaubst du, was andere am meisten an dir mögen? Okay. Gute Ratschläge. Ich habe immer lustige Geschichten auf Lager, Leute. Meinen besten Freunden erzähle ich immer lustige Geschichten. Und mich kackt es an, euch eine lustige Geschichte zu erzählen, weil sonst würde das Video richtig lang gehen. Ich glaube, ich mache auch nicht das ganze Video, weil das ganze Video geht ganze 11 Minuten. Aber vielleicht mache ich ja trotzdem das ganze Video. Ich weiß es nicht. Alles klar, weiter. Okay. Na eins. Ich soll jetzt einfach mal mein cooles, weil ich habe schon Lust. 20 Punkte. Okay. Oh, schon 40 Punkte. Ich wusste das eben, weil das das allerbeste Ergebnis war. Und deswegen, noch nie hatte das beste Ergebnis. Ich habe jetzt einfach das ausgewählt. Ich war viel zu blöd, um meine Punkte zu zählen. Ich habe das voll vergessen. Das heißt, theoretisch kann mein Ergebnis dem Typen nicht in die Kommentare schreiben. Alles klar, weiter geht's. Wovor fürchtest du dich am meisten? Dunkelheit. Ich glaube nicht, dass unter meinem Bett ein Monster lebt. Erfolgreich sein und viel Geld verdienen wäre zwar schon nice, aber das von dem fürchte ich mich auch nicht am meisten. Also, von allein sein habe ich schon ein bisschen Angst, aber ich fürchte mich nicht am meisten von dem. Also, von diesem Bild aus fürchte ich mich am meisten von den Schlangen. Deswegen wähle ich die Option D aus. Alles klar. Alles klärchen. Okay. 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 Ich habe wieder 40 Punkte eingesammelt. Ich habe schon wieder 40 Punkte eingesammelt. Geilo. 40 Punkte. Abwaschen. Bildung. Okay. Am meisten wasche ich ab, Leute. Am meisten mache ich abwaschen. Ich weiß nicht, was ihr davon hält, Leute. Ich wasche einfach am meisten ab. Alles klar? Okay, geil. Das beste Ergebnis. Abwaschen ist doch nervig und langweilig. Okay. Okay, einen schlechten Tag. Okay. Ein langer Spaziergang im Park? Nein, das vielleicht nicht ganz. Fitnessstudio mache ich schon gern, um meine Kraft ein bisschen zu trainieren, aber so wahnsinnig liebe ich das auch nicht. Okay. Einkaufen auch nicht. Pizza und ein lustiger Film. Ja, das würde ich aussuchen und es kommt noch eine Werbeanzeige in. Ach du Scheiße. Halt deine Scheißklappe zu, Mann. So, jetzt kommt schon wieder eine Werbung. Zwar Werbung kann ich 6 Sekunden gehen und ich kann sie nicht überspringen. Meine Güte. Noch ein bisschen schneller. Also. Okay. Pizza und ein lustiger Film mag ich zwar, das habe ich schon mal gemacht.
Okay. Okay. Meine Ergebnisse. Ich habe leider meine Punkte nicht gezählt, Leute, aber wir gucken uns trotzdem die Ergebnisse an. Okay. Ein netter Mensch bin ich schon, aber manchmal kann ich auch ein bisschen grausam sein. Okay. Okay, ich bin ein bisschen schneller. Ich bin liebenswert. Okay. Ich mach schon nicht gerne andere Leute traurig. Von daher, ja. Okay. Okay. Ich bin total clever. Ich weiß leider nicht, wie total clever ich bin. Clever bin ich auf jeden Fall schon, aber wie clever ich bin, muss ich noch gucken. Okay. Alles klar. Sie fragen mich um Rat, weil ich immer gute Entscheidungen treffe. Okay. Ich bin stets höflich. Ich bin schon ein bisschen höflich, aber nicht so wahnsinnig doll. Aber ich bin höflich. Das ist die Hauptsache. Bist du... Okay. 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 Ich sage immer, was ich denke. Also eigentlich sage ich nicht immer, was ich denke. Das heißt, theoretisch, ich habe fast nicht so viele Punkte erreicht. Wenn ich an etwas denke, sage ich einer anderen Person, selbst meinem besten Freund oder meiner Eltern, nie, was ich denke, weil das bleibt für mich geheim. Auch euch sage ich nicht, was ich denke. Ist mir scheißegal, ob ihr das herausfinden wollt oder nicht. Okay. 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 Ich bin manchmal auch lustig, aber ich weiß nicht, ob ihr über mich lachen müsst. Die christkleinigste Person zum Lachen bringe ich. Okay. Okay. Mhm. Okay. Okay. Ein bisschen wild bin ich schon, aber vielleicht meint er was anderes damit. Ja. Okay. Okay. Alles klar, Leute. Das war's mit diesem Video. Ich weiß, das Video ging heute ein bisschen lang. Das Video ging jetzt schon fast 15 Minuten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und abonniert diesen Kanal, das würde mich interessieren. Schreibt in die Kommentare, wie viele Punkte ihr erreicht habt, falls ihr sie gezählt habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüssi!